Wissen Sie, was Sie vor genau 25 Jahren an diesem Abend gemacht haben? Wahrscheinlich haben Sie genau das Gleiche gemacht wie ich. Ich saß nämlich vor dem Fernsehgerät und ich habe mir ein wissenschaftliches Jahrhundertereignis angesehen. Jetzt kommt es vielleicht, Apollo 11, die erste Mondlandung. Sie erinnern sich sicherlich, das Ganze fand in dieser Nacht vom 20. Juli 1969 statt. Nun ist es Zufall oder nicht, exakt 25 Jahre danach haben wir wieder ein wissenschaftliches Jahrhundertereignis. Herzlich willkommen hier im Ersten zu unserer Sondersendung Die Kollision des Kometen. Nun, vielleicht haben Sie an dieser Stelle einen Beitrag aus der Reihe unter deutschen Dächern erwartet. Diese Sendung wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Heute Abend gehen wir sozusagen nicht unter, sondern über die Dächer. Denn während dieser Sendung soll, Sie haben sicherlich schon gehört, ein großes Bruchstück, wahrscheinlich das größte Bruchstück des Kometen Shoemaker-Levy 9 mit Jupiter zusammenstoßen. Wir werden live an diesem Spektakel teilnehmen und nicht nur ich hier im Studio, sondern mir zugeschaltet ist zum einen Hans Oechsner hier in München an der ESO-Zentrale. Guten Abend, Hans. Hallo, guten Abend, Ranga. Du stehst in München und was sagen so die neuesten Daten? Wann wird es zu dieser großen Kollision kommen? Gibt es da schon eine genaue Zeit? Ja, es wurde alles noch mal vor kurzem korrigiert, um einige Minuten nur. Der letzte Stand ist, dass dieser große Brocken, das ist ja der zweite, um 22.04 Uhr aufschlagen wird. Beziehungsweise, wenn man genau ist, dann muss man sagen, natürlich eine Dreiviertelstunde vorher, aber um 22.04 Uhr bei uns zu sehen sein wird. Was die Bilder betrifft, aus Chile zum Beispiel, da sind die Nachrichten sehr schlecht. Es schneit in Chile und man kann sehr wenig sehen. Jetzt kann man nur hoffen, dass es ähnlich wie bei uns möglichst bald einen Wetterumschwung gibt. Ja, vielen Dank bis hierhin. Wir werden uns ja sicherlich da noch sprechen. Nun, wir haben zum Glück noch eine zweite Station. Ich glaube, da kann es kaum Schnee geben, denn hoch über der Atmosphäre schwebt das Hubble-Weltraumteleskop und die Daten landen sozusagen hier in den USA, und zwar in Maryland am Kontrollzentrum. Und dort steht Tom Buro, der ebenfalls sozusagen die Daten verfolgen wird. Wir werden sicherlich später im Laufe der Sendung auch nach Maryland schalten. Aber zusätzlich haben wir auch noch hier im Studio etwas ganz Außergewöhnliches eingerichtet. Und zwar haben wir sozusagen eine direkte Auffahrt auf die Datenautobahn. Das Wort ist ja in den letzten Wochen mehrfach kursiert. Wir haben hier zum einen Dominik Bomans und Jean-Marie Will, beide sozusagen Astronomen vom Fach. Und ganz wichtig, ihr habt hier ein Terminal, mit dem man sich nun einlinken kann, wie man so schön in der Fachsprache sagt, in die verschiedenen Teleskope. Ja, wir haben direkte Leitung zum Observatorium auf dem Cala Alto in Spanien und stehen in Kontakt mit der Kometengruppe des Max-Planck-Instituts für Astronomie. Und die haben uns schon ein Bild überspielt, das ist von gestern. Und wir sehen hier eine ganze Reihe, die Einschlagseffekte von einer ganzen Reihe dieser früheren Einschläge. Mehrere von diesen beiden haben bereits 7 und 8 Umdrehungen von Jupiter überstanden. Aha. Man sieht sie immer noch. Man sieht also unten so diese Punkte, also der Beweis auch dafür, ihr könnt sozusagen damit auch mehr oder weniger live die Bilder dann auch reinholen. Und wir haben hier die Chance, ihr geht ja auf die verschiedensten Stationen, nach Australien, nach Südamerika. Also wir werden da sicherlich auch eine Station finden, wo es nicht in diesem Moment schneit. Wir sind sehr optimistisch. Okay, dafür. Und wenn sich etwas tut, sagt ihr natürlich Bescheid. Ja. So, Sie zu Hause sitzen also, wie Sie sehen, an vorderster Front, um nicht zu sagen in der allerersten Reihe. Es geht heute Abend, wie gesagt, um den großen Zusammenstoß eines Kometenbruchstücks mit Jupiter. Sicherlich haben Sie ja auch im Vorfeld in der Zeitung schon einige Bilder gesehen. Und man muss ja eigentlich zugeben, einerseits sagen die Experten, es handelt sich um die größte Explosion in unserem Sonnensystem, die Menschen je gesehen haben. Aber dennoch wirken diese Bilder ja irgendwie unspektakulär. Nun, man kann sich eigentlich sehr schwer vorstellen, was tatsächlich auf Jupiter passiert. Aber auch auf unserem Planeten gibt es ständig solche Mini-Kollisionen.
Die eine Kollision, die kennen Sie sicherlich, das sind kleine Stücke, die verglühen in den oberen Schichten der Erdatmosphäre. Das sind die sogenannten Sternschnuppen. Und wenn die Stücke etwas größer sind, dann erreichen sie sogar die Erde. Hier haben wir ein solches Stück, das nennt man dann einen Meteoriten. Man sieht, der ist wunderschön hier geglättet durch die große Hitze beim Eintritt. Wenn man sich es genau anguckt, hier ein Eisenkern. Nun, solche Meteoriten findet man, aber was äußerst selten vorkommt, ist, man sieht selten den Meteor, das heißt die Licht- oder Leuchterscheinung, die dieser Meteorit auslöst. Und vor einiger Zeit wurde per Zufall ein solches Ereignis sogar mit einer Videokamera festgehalten. Es sind ganz nebenbei die ersten bewegten Aufnahmen eines Meteors. Freitag, 9. Oktober 92, 19.58 Uhr. Der Videoamateur Tom Reinheimer schwenkt seine Kamera über die Skyline von Pittsburgh. Das Three Rivers Stadion leuchtet wie ein moderner Olymp. Nach der 13:5 Niederlage gegen die Atlanta Braves steht viel auf dem Spiel. Den Pirates droht das aus. Heute Abend dreht sich in Pittsburgh alles nur um Baseball. Noch eine halbe Stunde bis zum Anpfiff. Leuchtreklame im Wolkenkratzerformat prägt das Panorama. Doch plötzlich eine seltsame Erscheinung am Himmel. Tom filmt das Phänomen, ohne genau zu wissen, was es ist. In derselben Nacht, etwa 350 Kilometer entfernt, filmt David Kranz eine Autoshow. Auch er dreht das seltsame Phänomen. Insgesamt 16 Hobbyfilmer machen Aufnahmen von den leuchtenden Brocken am Himmel. Bei den Fernsehstationen laufen die Telefone heiß, Sendeabläufe werden in letzter Minute gekippt. WRC in Washington zeigt Toms Bilder. Die Amateuraufnahmen sind ein unerwarteter Aufmacher. Fragen über Fragen in den Nachrichten. Ist es ein Meteorit? Was die Moderatorin nicht weiß, an diesem Abend drehte per Zufall ein professioneller Kameramann ebenfalls das leuchtende Geschoss. Die Schlagzeilen vieler amerikanischer Zeitungen verkünden die Bombe aus dem All. Mit einer Geschwindigkeit von 75.000 Stundenkilometern rasen die 70 Bruchstücke des Meteoriten im Sturzflug über das östliche Amerika. Eine 700 Kilometer lange Leuchtspur. Bilder mit Seltenheitswert. Noch nie zuvor sind abstürzende Meteoriten mit der Kamera festgehalten worden. Es sind die ersten Aufnahmen dieses Naturphänomens überhaupt. Anhand der Bilder haben Wissenschaftler zum ersten Mal die genaue Flugbahn eines Meteoriten berechnen können. Das Geschoss verlief in nordöstlicher Richtung zwischen den Bundesstaaten West Virginia und New York. Eingeschlagen ist der Feuerball in Peekskill, in den Kofferraum eines Chevrolet Malibu. Jetzt steht der Wagen im Wissenschaftsmuseum, zusammen mit dem 12,5 Kilo schweren Brocken aus dem All. Na, vielleicht können Sie sich also jetzt vorstellen, was unser großer Komet Shoemaker-Levy auf Jupiter auslöst. Nur zum Vergleich, die Bruchstücke von Peekskill, die wogen so etwa 12 Kilogramm. Im Vergleich dazu, Shoemaker-Levy, die einzelnen Bruchstücke haben einen Durchmesser von mehreren Kilometern. Und sie treffen nun nach und nach auf Jupiter ein. Und um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wie sozusagen das Ganze abläuft, haben wir hier eine kurze Animation, wo wir Ihnen zeigen können, wie die Bruchstücke nach und nach landen. Sie sehen rechts eine Uhr laufen, das ist die pazifische Zeit in den USA. Und nach laufen nun die Bruchstücke. Sie sind jeweils sozusagen nummeriert mit Buchstaben, hier zum Beispiel N, P2 und jetzt kommen sie gleich, die wichtigen, nämlich Q2 und Q1. Das sind die angesprochenen Bruchstücke, die auch Hans Oechsner angesprochen hat. Und so gegen 22 Uhr erwarten wir dann, dass das Ganze hier auftritt. Nun, so viel zu den Bruchstücken, aber die entscheidende Frage ist natürlich, was wird man hier von der Erde aus sehen, von den verschiedenen Stellen? Sie haben es gehört, in Chile schneit es, aber wie ist es sonst? Denn es gibt ja auch Stellen, da ist es tagsüber hell. Wir haben für Sie einfach mal einige repräsentative Stellen zusammengestellt in einer Animation. Das Kometengeschwader Shoemaker-Levy 9 im Anflug.
Die Bruchstücke schlagen auf der Nachtseite Jupiters ein. Aber was sehen wir von der Erde aus? Auf dem Weg zur Erde durchfliegen wir den Asteroidengürtel. Nach 780 Millionen Kilometern erreichen wir die Erde. Standort Südafrika. Die Sonne geht unter. Jupiter verschwindet erst 7 Stunden später unter dem Horizont. Anders dagegen auf der Nordhalbkugel der Erde. Standort Deutschland. Wenn hier die Sonne untergegangen ist, steht Jupiter nur 3 Stunden am Nachthimmel. Für die Astronomen heißt das also, je südlicher, desto besser. Standort Chile. Von hier aus können die Astronomen Jupiter 4 Stunden länger am Nachthimmel sehen als auf der Nordhalbkugel. Tja, damit sieht man also, in Chile hat man ja eigentlich eine gute Sicht, wenn es nicht schneit. Hans Oechsner, wie sieht's denn nun aus? Zuerst einmal, wo sitzen Sie überhaupt? Ich sehe da eine ganze Menge von Computern. Ja, jetzt sitze ich im sogenannten Remote Control Room der ESO. Die ESO ist also die europäische Südsternwarte, wo die ganzen Informationen auch diesmal einlaufen von Observatorien aus aller Welt. Hier werden sie gesammelt. Das ist auch eine Informationsbörse für Wissenschaftler. Man kann also auch die Daten hier wieder abrufen. Hier gibt es sehr viele Pressekonferenzen. Es ist auch eine Informationsbörse für Journalisten natürlich. Und dieser Raum hier, der hat, außer dass er auch hier die Daten speichern kann und verarbeiten kann, hat er noch eine andere Funktion. Der kann nämlich das Teleskop steuern, was in Chile steht. Also von hier aus kann man das Teleskop in La Silla fernsteuern, was aber heute Abend nicht sehr viel nützt, weil das Wetter von Chile natürlich das gleiche bleibt und das kann man leider hier nicht fernsteuern. Es gibt aber daneben, soviel ich weiß, auch natürlich Kontakte zum Beispiel zu Teleskopen in Spanien. Wie sieht es denn da aus? Ja, also man wird auf jeden Fall versuchen, möglichst schnell mit Spanien Kontakt aufzunehmen. Da sitzt ja das Max-Planck-Institut Heidelberg. Die waren ja bisher die schnellsten, das war auch sehr überraschend. Man hat ja angenommen, das hat Ihr Film ja vorhin auch vermittelt, dass man die besten Beobachtungen auf der südlichen Halbkugel des Planeten machen könne. Aber dank des schlechten Wetters in Chile zum Beispiel und dank des immer guten Wetters in Spanien, waren die Spanier immer etwas schneller, hatten immer die Nase vorn und auch die ersten Bilder. Und so wird es heute Nacht wahrscheinlich auch wieder sein. Ich meine, neben den ersten Bildern ist ja natürlich auch sehr wichtig, die Bilder auszuwerten. Wie sieht's denn da aus? Denn, lieber Hans Oechsner, Sie waren ja auch schon einige Tage oder einige Nächte, muss man besser gesagt sagen, auch in diesem Kontrollzentrum der ESO in Garching. Gibt es da eigentlich schon erste Ergebnisse? Ist man sozusagen weitergekommen? Weiß man mehr als die Bilder einfach so zeigen? Ja, man beschreibt die Ergebnisse doch sehr allgemein. Wir haben hier ein besonders schönes Bild, wie ich meine. Das ist vom Teil L, der ist die vergangene Nacht gegen Mitternacht runtergeprallt. Das muss auch ein ziemlich großes Stück gewesen sein, was man vielleicht auch noch an dieser Kerbung hier entdecken kann. Die Wissenschaftler sind auf der einen Seite sehr euphorisch, aber auf die Frage, ob das mehr so ein persönliches Erlebnis oder auch ein wissenschaftliches Erlebnis ist, sind sie doch sehr zurückhaltend. Man muss sich aber vielleicht auch vorstellen, dass diese Bilder ja nicht wie Fotos geschossen werden, sondern dass das Daten sind, die verarbeitet werden müssen, aus denen dann erst Bilder entstehen, die dann erst wieder ausgewertet werden müssen. Ich glaube, es wird letzten Endes Monate dauern, bis man eine Vorstellung davon hat, was uns eigentlich dieser Kometencrash verraten wird über das Weltall. Es gab eine Wissenschaftlerin, die sagte mir, den Vergleich der Komet auf Jupiter, das ist so in etwa so, als würde eine Fliege mit dem ICE kollidieren. Nach dem, was ich nun erfahren habe, sind doch die Energien größer als das, was man erwartet hat. Ja, die Energien sind viel größer. Also wenn eine Fliege auf einem Intercity das Gleiche erreichen könnte, was die Kometenteile jetzt auf Jupiter angerichtet hätten, dann würde der Intercity hinterher sehr übel aussehen. Das sind ja Millionen Megatonnen Bomben sozusagen, die auf den Jupiter runtergeknallt sind, die die Temperaturen unheimlich verändert haben, die auch vielleicht neue Auskünfte geben über die Beschaffenheit des inneren Teiles des Planeten. Aber das sind alles noch sehr allgemeine Dinge, die man weiß. Man ist auf jeden Fall sehr erstaunt über die Wucht, die das erzeugt hat. Damit hat man wohl nicht gerechnet. Ja, bis hierhin vielen Dank, Hans Oechsner, nach München. Wir werden uns ja sicherlich auch im Laufe der Sendung noch sprechen. Wenn es auch was Neues gibt, melden Sie sich natürlich hier nach Köln. Okay. Vielen Dank bis dahin. Nun, es ist sicherlich so, dass die Energien größer sind, als man sie ursprünglich angenommen hatte. Wir haben ein Beispiel von dem Keck-Teleskop in Hawaii. Das hat diese Aufnahme hier geschossen. Man sieht hier oben, es handelt sich um das Bruchstück G, Jupiter, und hier eine große Flamme. Und in diesem Maßstab ist unsere Erde etwa so groß wie hier
ein 5-Mark-Stück. Man kann sich also tatsächlich auch hier ein Bild davon machen, wie gewaltig die Energien sind. Und was man sehr leicht bei diesen Aufnahmen vergisst, ist den weiten Weg, den sie zurückgelegt haben. Hans Oechsner hat es ja auch schon angedeutet. Man kann es in etwa so vergleichen, das Licht, das vom Mond zur Erde kommt, braucht in etwa eine Sekunde. Im Vergleich dazu ist Jupiter 42 Lichtminuten von uns entfernt. Anders ausgedrückt, 5-mal weiter von der Erde entfernt, als die Sonne es ist. Nun, trotzdem gibt es diese tollen Bilder. Und ein besonderes Augenmerk hat natürlich auch das Weltraumteleskop Hubble. Wir haben es hier als Modell im Studio stehen, denn Hubble, etwa 3 Stockwerke groß ist dieses Teleskop, wurde ja zu Beginn des gegen Ende des vergangenen Jahres repariert und schwebt nun in einer Höhe von etwa 600 Kilometern über der Erde, also garantiert auch über der Erdatmosphäre. Und da erwartet man nun ganz besondere Bilder. Jetzt möchte ich mal fragen, Tom Buro, wie sieht's aus? Du stehst sozusagen mitten im Kontrollzentrum. Was sieht man da im Hintergrund? Also da sieht man einige Bilder von der Shuttlesphäre, weil nämlich alle NASA-Aktionen über diesen Raum hier laufen. Und das andere sind andere Kontrollräume, aus denen heraus die Operation gestartet wird. In einem anderen Bild, das Sie jetzt gerade nicht sehen können, ist Jupiter zu sehen. Alle Informationen, die zum Hubble-Teleskop hingehen und alle Informationen, die vom Hubble-Teleskop wieder zurückkommen, laufen über diesen Schaltraum. Dieser Raum ist das Herzstück quasi dieser Operationen. Das heißt also, alles, was wir kriegen, wird sofort weitergegeben nach Köln. So, muss jetzt allerdings sagen, dass die Einschläge, die von den Kuhstücken heute stattfinden, das muss man gleich vorweg sagen, damit keine falschen Erwartungen entstehen, davon wird es keine Bilder geben, weil Hubble-Teleskop zeichnet die auf und irgendwann in einem günstigen Moment werden die dann überspielt zur Erde. Das dauert in der Regel Stunden. Immerhin, die NASA hat einiges technisch aufgefahren, um alles, was sie bekommt, sofort weiter hinaus in die Welt zu pusten. Das zeigen wir Ihnen jetzt mal. Jetzt müsste eigentlich der Einspielfilm kommen, den wir vorbereitet hatten vom Besuchszentrum, das jetzt hier mit großem Aufwand zum Pressezentrum umgebaut worden ist. Kommt nicht, macht aber auch nichts. Ich sage mal, was neu ist. Eine Sache, die wir... So, also... Man wundert sich ja immer wieder, trotzdem haben wir Menschen es geschafft, vor 25 Jahren auf dem Mond zu landen. Aber so ist das nun mal mit der Technik. Ich glaube, Tom hört mich, aber wir hören ihn nicht. Wir lassen es mal hierbei. Wir werden vielleicht gleich nochmal auf dich zurückkommen. Ich hoffe, dass ich sozusagen den Mann, der neben dir steht, jetzt nicht beleidige. Ich weiß nämlich nicht, ob er ein Kometenforscher ist. Denn Kometenforscher zählen ja zu einer sonderbaren Spezies. Es gibt wenige davon. Weltweit wahrscheinlich weniger Profis als Angestellte in einem einzigen Hamburger-Restaurant. Nun, in diesen Tagen haben sie natürlich Hochkonjunktur, sie stehen im Rampenlicht. Vor allem das Ehepaar Carolyn und Eugene Shoemaker, nach denen ist natürlich der Komet benannt, sie haben ihn entdeckt. Wir haben im Vorfeld beide besucht und sie erzählen uns, wie dieser Kollisionskomet entdeckt wurde. Die Entdeckung von Shoemaker-Levy 9 ist das Ergebnis einer großen Leidenschaft, die eher zufällig begann. Denn vor 10 Jahren beschloss Carolyn Shoemaker, dass ihr das Hausfrauendasein nicht mehr genügt. Sie begann, den Himmel zu beobachten. Bis dahin hatte ich noch nie eine Nacht durchgemacht. Also wusste ich nicht, ob ich es überhaupt kann. Ich bin eigentlich ein Morgenmensch. Mehr als 30 Jahre war sie Hausfrau. Jetzt als Kometenjägerin bricht sie alle Rekorde. 32 Kometen sind nach ihr benannt. Und der letzte machte den Namen Shoemaker weltberühmt. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, einen gewöhnlichen Taschenrechner zu bedienen. Das machte mich schon etwas nervös. Inzwischen ist die Jagd nach den Kometen Routine geworden. Am Kühlschrank hängt ihr Beobachtungsplan. 7 Tage und Nächte im Monat verbringen die Shoemakers am Teleskop. Eugene Shoemaker arbeitet seit Jahrzehnten am Institut für Astrogeologie in Flagstaff, Arizona. In jungen Jahren träumt er davon, als erster Wissenschaftler auf dem Mond zu landen und wird ein gefragter Planetenforscher. Mit der Mondlandung wird es nichts. Aber exakt 25 Jahre nach Apollo 11 steht Eugene mit seiner Frau im Mittelpunkt des Weltinteresses.
Ihre jüngste Entdeckung ist das Ergebnis beständiger Fleißarbeit. Man muss sich eine ganze Menge Himmel ansehen. Sie müssen die Kometen suchen, Monat für Monat. Die Auswertung der Sternenbilder ist Carolines Sache. Es ist die Suche nach der Nadel im kosmischen Heuhaufen. Im Laufe vieler Jahre haben die Shoemakers eine ausgeklügelte Strategie entwickelt. Innerhalb einer Stunde fotografieren sie zweimal den gleichen Ausschnitt des Nachthimmels. Eine winzige Veränderung zwischen beiden Aufnahmen könnte ein Objekt sein, das sich bewegt. Ein Komet. Das Ergebnis einer Nacht sind Dutzende runder Filmplatten, die den Himmel wie ein Mosaik abdecken. 23. März 1993. Eine dichte Wolkendecke erschwert in dieser Nacht die Beobachtung am Teleskop. Eine Panne kommt hinzu. Die hochempfindlichen Filme sind beschädigt. Es entstehen nur einige wenige Aufnahmen von der Jupiterregion. Caroline wertet die Bilder aus und sie entdeckt einen seltsam verwischten Fleck. Als wir es sahen, glaubte ich, es sei ein Komet. Die anderen glaubten auch daran, aber sie waren sich nicht sicher. Irgendwie hatte ich ein sicheres Gefühl, aber es sah anders aus als alle Kometen, die ich bis dahin gesehen hatte. Trotz ihrer Unsicherheit meldet das Team das seltsame Objekt der Internationalen Astronomischen Union. Stunden später wird die Nachricht über Computernetze weitergeleitet. Die größten Teleskope der Erde werden auf den Jupiter gerichtet. Das Weltraumteleskop Hubble überträgt einige Monate später aufregende Bilder. Der Komet besteht aus 21 Bruchstücken, aufgereiht wie Perlen an einer unsichtbaren Schnur. Erst jetzt begreifen die Wissenschaftler, welch einzigartige Entdeckung Caroline und Eugene Shoemaker gemacht haben. Wir hatten einen Kometen entdeckt, der in katastrophaler Weise auseinandergebrochen war. Es war das erste Mal, dass ein derartiges Auseinanderbrechen beobachtet worden ist. Jupiter hatte den Kometen mit seiner enormen Anziehungskraft auf seine Umlaufbahn gezwungen und in etwa einem Jahr würde der Komet mit dem Riesenplaneten zusammenstoßen. Als Caroline das hörte, sagte sie, oh nein, nicht mein Komet. Ich wollte keinen auf diese Art und Weise verlieren. Aber dann begriff ich, dass es ein großes Feuerwerk geben würde und das klang ziemlich aufregend. Das ist in der Tat aufregend, es gibt auch große Feuerwerke. Und es gibt sogar Tom Buro mit seinem Partner. Und jetzt, glaube ich, können wir dich auch hören. Ja, ich hoffe, die Tonverbindung nach Köln ist jetzt ungefähr genauso gut wie das, was Hubble leistet. Und ich hoffe, Hubble ist etwas besser als das, was wir bisher hier von der Tonqualität zustande bringen. Neben mir steht Ken Carpenter, er ist Wissenschaftler der NASA. Ich habe ja eben gesagt, dass es einige Stunden dauert, bis die Bilder von den Kureinschlägen auf der Erde sind. Aber es gibt natürlich neue Informationen, die bekannt gegeben worden sind. Eine war ganz gut, nämlich dass Galileo, eine ganz besonders gut positionierte Sonde, Aufnahmen macht und dass die Teleskope genau richtig ausgerichtet sind. Dauert aber Monate, bis diese Informationen hier sind. Aber wir haben heute bei der Pressekonferenz vor einigen Stunden Informationen erlebt, und zwar Aufnahmen, die nicht so mit bloßem Auge sichtbar sind, was für uns Zuschauer natürlich am interessantesten ist, sondern Aufnahmen, die für die Experten von großer Bedeutung sind. Ken, zunächst mal, einige Experten haben gesagt, wenn die Aufschläge den Jupiter treffen, dann ist das so, dann wird der klingen wie eine große Glocke. Andere sagen, das wird nur wie kleine Nadelstiche sein, die man in einen Apfel reinpiekst. Also was war es nun? Was it like a ring of a bell or was it like das wie eine große Glocke oder nur ein Apfelstich? Ja, ich würde sagen etwas dazwischen. Jupiter ist insgesamt gesehen stabil, aber wir sehen doch beträchtliche Auswirkungen an der Oberfläche. Mehr als wir zu wagen glaubten, als die Aufpralle begann. Jetzt sehen wir jedes Mal eine deutliche Wirkung an der Oberfläche und wir haben jetzt Daten für Jahre. Jahre dauern, bis das alles ausgewertet ist. Einige Dinge sind aber jetzt schon ausgewertet und wir haben Bilder dazu, die gucken wir uns jetzt mal an. Man sieht sozusagen einen Krater, wenn ich das richtig verstehe. Kannst du das vielleicht auch ein bisschen erläutern, Tom?
And only the second time it's been seen in anything in the sky. Ja, wir haben das überhaupt erst zum zweiten Mal so gesehen. Zweiten Mal überhaupt im All geortet worden. Das nächste Foto, das wir sehen, ist Aurora, das heißt das Nordlicht und das Südlicht des Jupiter vor jeglichem Einschlag, also wie er noch jungfräulich war sozusagen. Und jetzt sieht man unten diese drei Punkte sind die Einschlagpunkte und man sieht oben links diese beiden hellen Punkte, da ist die Energie hingewandert. How did the energy travel there? Wie ist die Energie denn da hingekommen? Ja, die Teile mit hoher Geschwindigkeit vom Aufprall Ort hochgeworfen worden, sind dann auf die entgegengesetzte Seite des Jupiters gekommen. Sind die Partikel auf dem Magnetfeld des Jupiter entlang gerutscht und auf dem entgegengesetzten nördlichen Pol dann wieder gelandet. Und hier sieht man eine Reihe von Fotos, die von der Erde aus geschossen worden sind, aber die sehr aufschlussreich sind, wie man heute feststellen konnte. What do these pictures tell us? Diese Aufnahmen zeigen verschiedene Höhen in der Atmosphäre, beginnen oben links mit den hohen Schichten, dann geht es immer tiefer nach unten und die Temperaturen sind unterschiedlich in diesen verschiedenen Höhen. Also die Kamera nimmt verschiedene Wärmetöne auf und daraus können die Wissenschaftler sehen, wie tief die Einschläge denn nun gegangen sind. Das heißt, sind sie in den höheren Wolkenschichten von Jupiter geblieben oder sind sie sehr tief in den Planeten eingedrungen? Einschlägen. An den Kureinschlägen, die heute erwartet werden, ist nicht so sehr, dass das Riesenbrocken sind, da gab es schon größere Einschläge, sondern das Besondere ist, drei Einschläge werden genau im Abstand von 10 Stunden stattfinden. Das heißt, der Jupiter dreht sich einmal in 10 Stunden um die eigene Achse, also alle drei Brocken werden ziemlich genau denselben Spot, denselben Ort treffen. Das heißt, sie werden größeren Effekt haben als die größten Brocken bisher. So what do you think? Ja, vielen Dank, Tom Buro. Ich würde mal sagen, bis hierhin vielen Dank. Wir werden uns gleich ja nochmal damit beschäftigen. Wir kommen überhaupt zu dem, was da auf Jupiter trifft. Das sind die Kometen. Wir haben hier im Studio ein solches Kometenteil als Modell aufbereitet. Und wenn man so die Bilder sieht, dann denkt man natürlich zuerst, es würde sich da um sehr heiße Teile handeln mit einem heißen Schweif. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Denn in Wahrheit sind Kometen sehr, sehr kalt. Man kann sie als eine Art schmutziger Schneeball. Und wie es zum typischen Schweif kommt, das sehen Sie auf diesen Aufnahmen, die wir Ihnen einspielen. Der Kern, wie gesagt, dieser schmutzige Schneeball ist zuerst einmal sozusagen nackt. Und wenn er sich nun der Sonne nähert, dann bildet sich das, was man Koma nennt und natürlich auch der Schweif. Und dieser Schweif ist sehr, sehr viel größer als der Kometenkern. Deshalb werden auch die meisten Kometen, ebenfalls auch Shoemaker-Levy 9, in der Nähe der Sonne entdeckt. Und wenn sie sich dann wieder entfernen, dann sozusagen schrumpft der Schweif und dann werden sie sozusagen unsichtbar. Nun, die Kometen selber, die haben natürlich immer wieder auch hier auf der Erde, wenn sie auftraten, Panik ausgelöst. Man hatte sozusagen sehr viel Angst vor diesen kosmischen Einzelgängern. Sie haben immer wieder im Laufe der Geschichte für sehr viel Aufregung gesorgt. Ohne Vorwarnung erschienen sie am Himmel, wie Boten einer höheren Macht, manchmal heller als die hellsten Sterne. Die Geschichte eines solchen Schicksalsboten erzählt der Teppich von Bayeux. Im Jahre 1066 kündigt eine eindrucksvolle Kometenerscheinung in England Unheil an. Tatsächlich wird die britische Insel wenige Monate später von den Normannen erobert. Seinen Schweif verdankt der Stern von Bethlehem nicht etwa einer Beschreibung in der Bibel, sondern einem Kometen, den der italienische Maler Giotto im Jahre 1301 beobachtet hatte und den wir heute den hellischen Kometen nennen. Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts verbreitet die Wiederkehr des hellischen Kometen Angst und Schrecken. Blausäure haben die Wissenschaftler in seinem Schweif ausgemacht. Und ihren Berechnungen zufolge wird der Kometenschweif am 18. Mai 1910 die Erde streifen. Das Ereignis beherrscht die Titelseiten. Einige Bürger, so wird berichtet, hätten ihr Totenhemd angelegt. Überall beten Menschen, um das Ende der Welt abzuwenden. Doch der Weltuntergang bleibt aus. Viel zu dünn ist das Gas im Kometenschweif, als dass es Schaden anrichten könnte. 76 Jahre später. Die Raumsonde Giotto soll das Innere des hellischen Kometen erkunden. In der Nacht zum 14. März 1986 taucht sie in die Koma des Kometen ein und rast auf den Kern zu. Sie liefert die ersten Bilder, die je von einem Kometenkern gemacht worden sind.
Die Annäherung an Halleys Kern im Zeitraffer. Eine Art staubiger Schneeball. Unerwartet dunkel. Nur an wenigen Stellen tritt gleißend helles Gas aus. Die meisten flüchtigen Stoffe auf der Erde, wie das Wasser in den Ozeanen, die Gase der Atmosphäre, stammen von Kometen. Die ursprüngliche Materie, aus der die Erde entstanden ist, war sehr trocken. Erst Kometen haben die Umgebung geschaffen, in der Leben entstehen konnte. Heute weisen Wissenschaftler Kometen eine schicksalhafte Rolle bei der Entstehung von Leben auf der Erde zu. Denn Kometenkerne enthalten organische Materie, die Bausteine des Lebens. Kometen haben also nicht nur die Umgebung geschaffen, in welcher Organismen leben können, sondern haben möglicherweise auch die Stoffe mitgebracht, aus denen sich die Organismen entwickeln konnten. Wir haben also eine ganz besondere Beziehung zu Kometen. Ja, wer weiß, vielleicht ist tatsächlich sogar das Leben auf diesem Planeten dadurch entstanden, durch Kometen. Aber ich höre, Hans Exner, es gibt tatsächlich erste Bilder. Nein, das hast du jetzt etwas zu viel versprochen, aber es gibt erste Meldungen. Wir haben vor zwei Minuten telefoniert mit Spanien, mit Calar Alto, das ist also das Observatorium des Max-Planck-Instituts in Heidelberg. Und da haben wir eine sehr lebhafte Beschreibung bekommen dessen, was passiert ist. Und es ist also inzwischen passiert. Beide Kometenteile sind auf den Jupiter aufgekracht und sie scheinen noch mehrere andere Brocken im Schlepptau gehabt zu haben. Und der Leiter des dortigen Observatoriums erzählte uns also, dass es riesen Lichtblitze gegeben habe, dass es lange, minutenlanges Licht da gewesen sei, dass es erst langsam angefangen habe, aber dann ganz grell gewesen sei. Und es scheint wirklich sich um die größte Explosion zu handeln, die wir bis jetzt erwarten konnten. Aber wie gesagt, Bilder haben wir leider keine. Vielen Dank bis hierhin. Wir werden uns vielleicht noch darum bemühen. Wer weiß, vielleicht finden wir Sie hier auch noch in Köln mit Hilfe unserer tollen Workstation. Es ist natürlich sicher auch viel zu früh, um genau zu sagen, was denn passiert. Man hat zwar Lichtblitze, aber was sagen Sie genau aus? Im Vorfeld gab es ja die wildesten Spekulationen. Nun, wir haben einmal Theorie und Wirklichkeit gegenübergestellt. Und wie Sie gleich sehen werden, gibt es eine Menge Belege für die verschiedensten Szenarien. Schon ein Jahr vor den Kollisionen berechneten Wissenschaftler per Computer, was geschehen wird, wenn die Kometenbruchstücke in die Jupiteratmosphäre eintauchen. In dieser Simulation des NASA-Ames-Instituts zeigt sich, wie die Atmosphäre durch den Eintritt schlagartig auf mehrere tausend Grad erhitzt wird. Berechnungen wie diese gehen jedoch von Annahmen über Masse und Beschaffenheit des Kometen aus. Die ersten Bilder der Kollision sind nun ein Test für die verschiedenen Theorien. Erstaunlich die Genauigkeit, mit der die Wissenschaftler den Zeitpunkt des Auftreffens vorhersagten. Die berechneten Kollisionen stimmen fast auf die Minute. Die Mehrheit der Wissenschaftler ging davon aus, dass die Bruchstücke in der obersten Atmosphäre zerbrechen und wie in einem Meteorschauer verglühen würden. Tatsächlich eingetreten sind aber wesentlich dramatischere Szenarien. Die Bruchstücke zerbrechen nicht, sondern tauchen tief in die Atmosphäre ein, wobei große Löcher entstehen. Diese Aufnahme des Weltraumteleskops zeigt Jupiter nach der ersten Kollision. Deutlich sichtbar ist das Loch in der Atmosphäre. Es hat einen Durchmesser halb so groß wie unsere Erde. In dieser Zeitrafferdarstellung des Sutherland Observatoriums in Südafrika erkennt man den gigantischen Feuerball, der beim Einschlag entsteht. Offensichtlich dringen die Bruchstücke des Kometen viel tiefer in die Atmosphäre ein als vermutet. Bei den Geschwindigkeiten von über 200.000 Kilometer pro Stunde entzündet die Reibungswärme das umgebende Gas. Die gemessenen Temperaturen übersteigen 30.000 Grad. In dieser Aufnahme der europäischen Südsternwarte erkennt man links unten die heißen Spuren zweier aufeinanderfolgender Einschläge. In einigen Modellen sollen die Aufschlagtemperaturen so hoch sein, dass sie eine nukleare Kettenreaktion in Gang setzen könnten.
Dies scheint jedoch nach den neuesten Daten nicht der Fall zu sein. Doch scheinen sich riesige Flammen über Jupiter zu erheben. Deutlich sichtbar links unten auf dieser Aufnahme des Keck-Teleskops aus Hawaii. Der Durchmesser dieses Feuerballs ist größer als die Erde. Besonders im sogenannten Infrarotbereich wird das Ausmaß der Kollision deutlich. Es sind tatsächlich die größten Explosionsenergien in unserem Sonnensystem, die je von Menschen erfasst wurden. So ähnlich muss man sich also auch das Bild vorstellen, was man von diesen Einschlägen jetzt im Moment sieht. Aber ich gebe zu, wissenschaftliche Bilder haben natürlich immer eine große Schwierigkeit, vor allem dann, wenn sie von so weit wegkommen. Sie sind nicht unbedingt sonderlich sinnlich. Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen zu Tom Buro. Er ist sozusagen sehr nah bei uns im Vergleich zu Jupiter. Tom, wie steht es? Hat man vom Hubble Space Telescope denn nun auch Informationen über dieses Bruchstück Q? Keine visuellen, keine sinnlichen, wie du so schön gesagt hast, aber man hat Informationen. Offenbar ist es so, dass die Einschläge, die bisher eingetreten sind, wirklich ungefähr an derselben Stelle waren. Das heißt, genau in dem 10-Stunden-Rhythmus, in dem Jupiter sich dreht, kommen also alle an derselben Stelle runter und man erwartet und erhofft sich davon Aufschlüsse, weil das wird eine enorme Auswirkung auf die Atmosphäre des Jupiter haben. Es wird ein Loch in die Atmosphäre reißen. Wie groß und was passiert, das weiß man natürlich nicht. Aber warten wir mal ab, wenn erstmal die Galileo-Bilder kommen, und das wird ein paar Monate dauern, dann wird man einige Aufschlüsse ziehen können. Vielleicht eine kurze Frage, im Hintergrund sieht man sozusagen schwebende Menschen. Das hat aber, glaube ich, überhaupt nichts mit Shoemaker-Levy und dem Kometen also, zu tun und Jupiter. Also oder? Ja, das hier ist die Kommandozentrale aller NASA-Aktionen. Das heißt also, teilweise sieht man... Tja, das ist die Kommandozentrale der NASA, soweit dazu. Ich denke, wir gucken uns jetzt einmal hier im Studio an, wie die Möglichkeiten sind mit unserer Workstation. Vielleicht haben wir ja da mehr Glück, denn wir haben ja hier Kontakt zu den verschiedenen Instituten. Mhm. Was sieht man denn jetzt im Moment, Dominik? Das Wetter scheint recht gut zu sein, aber dafür sind die Verbindungen umso schlechter, wie wir hier auch schon gesehen haben. Das heißt, das Neueste, was wir herausziehen konnten, war ein Bild von letzter Nacht. Und noch nichts Neues von Cala Alto, die anscheinend die Bilder haben, aber sich nicht von ihnen losreißen können. Guck an. Aber daneben gibt es ja auch einige Beispiele, ich sage mal, für die Interpretation von Daten, wo man also jetzt tatsächlich auch herausfindet, nicht nur schöne Bilder, sondern tatsächlich auch sie interpretieren kann, also weiß, was sich da abspielt. Es gibt da, glaube ich, ein Beispiel für eine Front, die sich wahnsinnig schnell bewegen soll. Wir hatten hier gerade ein Bild gehabt, was die höhere Atmosphäre von Jupiter zeigt. Aha. Und in einem Filter genommen, der nur die hohen Wolken zeigt. Wir sehen ganz deutlich, dass die Aufschläge Gas in die höheren Schichten der Atmosphäre von Jupiter nach oben bewegt hat. Das Bild, das du eben ansprachst, mit den sich schnell bewegenden Atmosphärenteilen, das sehen wir im nächsten. Das ist ein Bild aus den USA, aus Australien. Also leider ebenfalls sozusagen direkt hier über die Datenautobahn verfügbar. Die haben wir uns alle heute hier hingezogen, sozusagen über die Datenautobahn. Aha. Jetzt sieht man hier unten in einer Falschfarbendarstellung diesen Einschlag von Fragment G. Und es wurde auch hier gemessen, dass diese Schockwelle da unten sich mit etwa 4 Kilometer pro Sekunde ausbreitet. 4 Kilometer pro Sekunde, also dieses runde Stück, was man hier sieht, 4 Kilometer pro Sekunde. Nun, ihr beide seid ja auch Astronomen. Ich meine, Tom Buro hat es auch angedeutet, nachdem wir ihn sozusagen im Äther verloren haben. Wie lange brauchen eigentlich solche Auswertungen? Was wird eigentlich jetzt mit den Daten so passieren? Ja, die Daten liegen ja normalerweise in einem Format vor, das einem in der Helligkeit sozusagen die Intensität des eintreffenden Lichtes sagt. Wenn man jetzt noch spektrale Analysen macht, dann kennt man die Helligkeit in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Und man kann daraus dann Geschwindigkeitsinformationen ableiten und verschiedene andere Dinge. Aber das zieht sich meistens über Monate, wenn nicht gar über, sagen wir mal, halbe Jahre und Ähnliches hin. Mhm. Und wenn man das so hört, Spektralbereiche, man muss das sozusagen für den Laien verständlich machen,
Man kann das vergleichen ein bisschen wie eine Brille, die man dem Teleskop aufsetzt. Genau. Und dann guckt man sozusagen, was sieht man so im Blaubereich oder im Rotbereich. Was wir hier im Bild dargestellt haben, ist ein Bild, was aus drei Bildern in verschiedenen Farben zusammengesetzt worden ist. Mhm. Und wir sehen, dass die blauen Teile sind grün und rot. Was wir hier im Bild dargestellt haben, sind in unterschiedlichen Spektralbereichen, in unterschiedlichen Brillen, im nahen infraroten Licht aufgenommen worden. Man sieht, es ist wirklich die Chance der Infrarotbeobachter. Wir haben darüber hinaus auch sogar ein Beispiel, was wir sehr rezent, glaube ich, bekommen haben. Das habt ihr mir zwischendurch mal gezeigt. Eine Art Zeitraffer, bei der man nun sieht, wie sich nach und nach ein solcher Aufschlag ereignet. Wir sehen ihn auch hier eingeblendet, sozusagen eine Sequenz. Man kann sich also vorstellen, genau das passiert oder ist vor kurzem auf Jupiter passiert mit diesem größten Bruchstück. Und hier ebenfalls eine Falschfarbendarstellung, sozusagen der rote Fleck, das sind dann besonders heiße Zonen, nehme ich an, in diesem Fall. Die auch deutlich aus der Jupiteratmosphäre nach oben gezogen werden. Mhm. Gibt es darüber hinaus noch vielleicht ein hübsches Beispiel? Man kann ja hier sozusagen quer durch die Welt gehen. Ja, wir hatten das, glaube ich, vorhin in einem Film schon gesehen. Wir haben hier noch die Bilder vom Südpol, von der Infrarotkamera dort unten. Sozusagen das Observatorium, was auf der Erde am weitesten oder an einem uns unzugänglichsten Ort aufgebaut worden ist. Aber wiederum hier so, dass man diese Bilder per Computer abfragen kann. Und dieses Bild hat mich vor allen Dingen irritiert. Wir haben es vorher kurz gesehen, weil das Bild völlig rot war. Hier sieht man es noch einmal und in einigen Darstellungen mal ist Jupiter blau, mal ist er rot. Man weiß eigentlich gar nicht genau, was die richtige Farbe ist. Was zeigt denn nun dieses Bild? Wir sehen hier die Intensitätsverteilung in einer dieser Brillen, wie du so schön gesagt hast. Und das Objekt wird umso heller, je heller es wirklich am Himmel ist. Und welche Farbe wir ihm geben? Nun, die Farbe ist jeweils angepasst, damit der Kontrast, damit das, was wir besonders interessant finden, besonders deutlich zu sehen ist. Und in dem Fall hat der Beobachter oder die Gruppe, die das Bild produziert hat, eben Rot und Gelb als besonders ausdrucksstark verwendet. Und Gelb, das steht also hier im Infrarotbereich für hohe Temperaturen. Ja. Also eine ganz besonders heiße Zone. Wie heiß wurde es denn so in der Mitte? Wir haben an einigen Stellen wurden sehr hohe Temperaturen gemessen. Es gab Messungen von einigen 10.000 Grad. Einige 10.000 Grad, schon beeindruckend. Gut, bis hierhin vielen Dank. Ich möchte jetzt noch einmal zurückgehen zu meinem Kollegen Hans Öxner in München. Hallo Hans, wie sieht es denn jetzt in München aus? Immer noch nicht? Ja, danke. Es ist wirklich sehr spannend hier, aber es ist immer noch mehr eine Hörfunkreportage. Es gibt im Augenblick eine Telefonschaltung mit Karl Aralto. Wir haben aber gleichzeitig auch selbst dorthin telefoniert, mit einem Wissenschaftler gesprochen, der die Beobachtungen macht die ganze Zeit. Der hat einerseits das bestätigt, was gerade Ihr Kollege in Köln sagte. Die sind so hingerissen im Augenblick von dem Ereignis, dass sie gar nicht daran denken, uns Bilder zu überspielen. Okay, das vielen Ereignis Dank. Das muss aber ganz gewaltig sein, wenn ich noch den einen Satz sagen darf. Es ist also hell erleuchtet. Man könnte also auch die alten Explosionen, die alten Krater ganz genau nochmal sehen. Also es klingt schon fantastisch, aber leider, wie gesagt, nur im Ton. Also vielen Dank hierhin. Es gibt ja das bekannte Buch Heller als 1000 Sterne. Und wenn Sie zu Hause Lust haben und das Wetter mitspielt, dann gehen Sie doch raus, denn Jupiter ist sogar sichtbar. Er befindet sich in Richtung Südwesten. Und morgen nachts, etwa kurz vor Mitternacht, kommt es zu einer weiteren Kollision. Und vertrauen Sie nicht auf die ganzen wissenschaftlichen Geräte, vertrauen Sie auf Ihre Augen, denn Sie können etwas vielleicht dann direkt sehen. Musik.